Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu Darkest Dungeon. In der heutigen Folge hätte ich mal vielleicht wieder Lust daran, irgendwie einen Boss anzugehen. Vielleicht das Hexenvettel oder den Gott der Schweine. Ich glaube, wir versuchen es mal mit dem Schweinegott. Jo. Da nehmen wir mal nach vorne den Phantasma mit. Mhm. Dann hätte ich gerne einen Wauwau dabei. Gut. Vielleicht noch ein Halle. Ja, komm, Halle, du kommst mit. Jo, falls du nach vorne kommst, hast du dein Finale dabei. Das ist schon mal gut. Und dann bräuchten wir vielleicht noch einen Heiler. Das könnte Blangi für uns übernehmen. Jo. So, muss da noch irgendjemand mal kurz... Nein. Gut. Rüsten wir unsere Sachen aus. Ja, nimm mal das da mit. Weniger Crit ist nicht gut. Nahkampffähigkeiten. Ja. Du... Nimmst mir vielleicht mal die Mappe mit, wo immer die sich auch wieder versteckt hat. Hier unten. Gegen unheilig. Das könnte man mal gegen den Propheten einsetzen. Aber sonst... Die erste Runde ist Quatsch. Irgendwie dein Damage boosten. Minus 15% Schaden ist nicht so gut. Fernkampffähigkeiten, ich glaube nicht. Nimm mal das damit. Du. Damit könnten wir deine Blutenfähigkeit ein bisschen verstärken. Beziehungsweise die Chance dafür etwas. Wobei, nimm mal das Teil damit. Wo sind deine Glückswürfel? Hier. Präzision und Ausweichen. Und du, Heilergegenstände. Heilungsding. Erste Runde, nein. Dann nimmst du mir vielleicht noch das Teil mit und gut ist. Gut. Dann holen wir uns mal den Gott der Schweine. Mal gucken, was er so entgegenzusetzen hat. Ganz viel Essen mitnehmen. Denn mit leerem Magen lässt es sich nicht gut kämpfen. Das war vielleicht ein bisschen viel. Wobei mir Bandagen wäre ja vielleicht nicht verkehrt. Und natürlich eine ganze Menge Fackeln. Ich glaube, zwei Stacks könnten da ausreichen. Naja, brechen wir mal auf. The great thing I had managed to bring through was brutish and stupid. Moreover, it required prodigious amounts of meat to sustain itself. But this was only a trifling concern. After all, I had a village full of it. Nun gut, los geht's. A nameless abomination. A testament to my failures. It must be destroyed. Wir gehen jetzt erstmal kämpfen, soweit es geht, aus dem Weg. Versuchen wir uns mal hier mittig durchzuhangeln. Nee, Bücher nicht. Kein Bedarf. Gleich eine Falle. Hier. Gut. Und rein da. Radiance, may we find victory. Und weiter. Und gleich noch eine Falle. Nämlich hier. Sehr gut.
As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Und? Da ist der Boss. Dann gehen wir mal auf den direkten Weg hin. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Moment mal kurz. Ich habe ja nicht wirklich was dabei, wo sich das Lagern lohnen würde, ne? Ne. Nun gut, werden wir halt nicht lagern. The light, the promise of safety. Wenn wir nach dem Kampf noch einigermaßen in Schuss sind, würde ich sagen, gucken wir uns dann hier noch ein bisschen um und holen noch etwas mehr Beute raus. Denn wir haben ja eine ganze Menge Stuff dabei, was ich eigentlich gerne verbrauchen würde. Gut. Hi. 271 HP. Und Wilbur nur 35. Öffnen wir mal mit einer guten Blutung. Betäuben kann ich den leider nicht. Ja, Wilbur, wir wissen's. Machen wir erstmal so viel Schaden, wie es geht. Danach werden wir mit Truppheilung arbeiten. Vielleicht noch einen Hundeknochen. Und dann noch einen saftigen Hundebiss. Für 24, gut. Au! Ja, da muss ich wirklich mit Heilung arbeiten. Gut. Ach, Wilbur. Oh nein, wenn der Heiler betäubt ist, dann ist das nie eine gute Sache. Wir haben ihn schon fast auf die Hälfte runter. Na gut, du könntest dich notfalls selber heilen. Hau zu. Leider nur für 18. Ja, aber auf jeden Fall sind wir jetzt über die Hälfte drüber. Au. Du kleiner Schrei heißt du. Grievous injury. Palpable fear. A devastating blow. Ja, zumindest bekommt er eine Menge Passivschaden. Na komm, greif noch mal richtig an. 36 kritisch. Sehr gut. Oh oh. Au. Aber wir haben ihn ja fast. Na komm, hau zu. Ja gut. Ja, minus 10 Präzision. Gruppenheilung. Das könnte jetzt böse werden. Oh nein. Na komm, Blutung verstärken. Ich brauche nur noch einen richtig guten Treffer. Na komm, noch ein Hundeknochen hinterher. Ja, vielleicht bräuchte ich noch einen Treffer. Ja gut, ich hole euch gleich wieder von der Death Door ab. And now the true test. Hold fast. Or expire. Kein Problem. Kriegen wir ja alles hin. Eieieiei. Gut. Zumindest nicht betäubt. Und ich glaube, das war's dann mal für dich, ne? Jo, du bist erledigt. Sehr schön. So, Wilbur, zeig mir, was du drauf hast. Kann ich dich betäuben? Nein. Machen wir weiter mit Gruppenheilung.
komm, weg mit dir. Gut. Seize this momentum. Push on to the task's end. Nun gut. Anstelle der Sachen würde ich gerne das Zeug hier mitschleppen. Wir bleiben noch etwas. So. Huddled together. Gut. Furtive and vulnerable. Rats in a maze. Ja gut, ihr habt ja nicht alle was Besonderes. Stress ist ja eigentlich uninteressant. Genau, halt erstmal ein bisschen hoch. Gut, kann man sonst noch ein paar Kleinigkeiten machen? Zumindest sind wir stressfrei. Ich habe ja immer noch 2 Punkte. Dann ruhen wir uns mal aus. Alles läuft nach Plan. Ich kann meinen kräftigen Herzschlag spüren. Wir können jetzt nicht nach Feuerholz suchen. Wir sollten weitergehen. Oh, das war ja einfach. Ohne unsere reichen Vorräte sieht die Sache viel düsterer aus. Ja, wir könnten jetzt eigentlich schon nach Hause gehen, Mädchen, also. Nur keine Panik. Gut, versuchen wir noch ein paar Schätze abzustauben. Nein. Definitiv nicht. The match is struck. A blazing star is born. So, was erwartet uns hier? Nun gut, kannst du ihn da hinten platt machen? Nein. Ich hätte alle 4 angreifen sollen. Genau, das hätte ich machen sollen. War zum Blutenschweinchen ja richtig gut. Gruppenheilung. Die beiden brauchen es ja noch wirklich. Hau den. Ja, der ist in der nächsten Runde weg. Der braucht dann noch 2-3 Runden. Ich höre nicht auf ihn. Genau. Oh oh. Bitte keine Krankheit. Und auch kein Stress. Aber Stress, naja. Mit Stress können wir umgehen. Du kannst weiterhin deine Gruppenheilung machen, wenn du nicht gerade betäubt bist. Na komm, weiter hier. Confidence surges as the enemy crumbles. Der ist erledigt. Nur keine Panik. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Willst du dich betäuben lassen? Mal weg da. Möglich wär's. Aber ich würde trotzdem gerne mal dich da hinten treffen. Nun gut, sagen wir mal ausweichen und hier mal ausweichen. Betäubt ihn mal kurz. Nein. Das kann schmerzhaft enden, wenn der mal richtig zuschlägt. Mach mal so rum. Etwas Schaden ist besser als gar kein Schaden. Mach mal so rum. Da triffst du wenigstens. Ja, gut. Oh, oh. Au. Ja, da wird eine Truppheilung fällig. Die ist sogar sehr gut. Ja. Immerhin hat er etwas Schaden genommen. Damit ist er in 2 Runden erledigt, wenn jeder ab sofort trifft. Ach, lass dich doch nicht beschuldigen. Hör nicht auf ihn. Naja, weg damit. Einer weniger ist einer weniger. Und dann macht's auch nicht mehr lange. Hoffe ich. Weil der teilt ja immer noch recht gut aus. Weg mit dir. Gut. Na doch. Mit der Beute kann man arbeiten. Mehr Licht. Weihwasser habe ich ja auch dabei.
100 Gold. Moment. Nein! Oh, ich dödel. Leerer Raum. Weiter, hier haben wir noch einen Kampf auf dem Weg. Kuckuck. Spinnies. Wie viele von den Viechern gibt es denn hier? Greifen wir beide an. Du greifst mal alle an. Sehr gut. Dann bist du weg. Du lebst noch ein bisschen. Und spuckst uns an. Keine Krankheit. Keine Krankheit. Gut. Great is the weapon that cuts on its own. Mhm. So, bald sind wir wieder bei voller Gesundheit. Ist doch schön. Ja, Moment, greif beide an. Obliterated. Ein Schlüssel. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Schlüssel ist eine sehr miese Beute. Oh, und die vier schon wieder. Und die sind diesmal nicht überrascht. Ich hätte dich abbrechen sollen. Rächt dich mal direkt. Du greif mal alle an. Und jetzt bluten alle vier, sehr gut. Au. Ja, ich muss mit Truppheilung weitermachen. Einzelheilungen bringen es jetzt gerade nicht. Weil wir in einer sehr schlechten Verfassung sind. Greifen wir beide an. Damit ist der erledigt, der ist angeschlagen. Die beiden sind angeschlagen. Du mit deiner apokalyptischen Predigt. Das üben wir doch mal, ne? Au. Ja, es wird, glaube ich, Zeit, die Quest abzubrechen. Aber die beiden, also, das nehmen wir noch definitiv mit. Keine Frage. Slowly, gently. This is how a life is taken. Genau, noch ein bisschen heilen. Immer schön brav gegenheilen. Das wird dann schon. Ja, du bist in der nächsten Runde weg. Du brauchst noch zwei Runden. Wobei, vielleicht kriegen wir dich auch schneller down. Nee, kriegen wir nicht. Reduzier mal deinen Stress ein bisschen. Du greifst ihn ab. Sehr gut. Wir kriegen dich schneller weg. Mhm. Du. Gruppenheilung. Hätten ein paar Crits dabei sein können, dann wäre der Stress ein bisschen runtergegangen. Ja, komm, hauen um. Nun gut. Was haben wir denn hier drin? If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Unsere Mission war es, ihre animalischen Schreine zu entweihen und diese Schweinemenschen zu vertreiben. Aber dann stießen wir auf ein Artefakt, das die kruden Fetische der Schweinemenschen weit übertraf. Es sah aus, als wäre Obsidian zu einem finsteren Symbol der Anbetung geformt worden. Der Stein umgab eine pulsierende rote Kugel, die ein niederträchtiges Licht ausstrahlte. Kaspers, Bulin und ich zögerten aber dann, steckte der dreifach vermaledeite Misir in einer wahnwitzigen Anwandlung seine Fackel in ein verborgenes Gefäß und unser Schicksal war besiegelt. Ja, woher kenne ich das nur? Würde ich gerne mitnehmen. Dich auch. Brauchen wir Schaufeln? Nicht wirklich. So, gibt's da noch was zu holen? Ein Kampf. Na komm, zeittechnisch geht definitiv noch ein Kampf.
Weiter. Nun gut. Das schaffen wir. Vor allem, weil alle bluten können. Der nimmt gut Schaden. Und der zerkaut uns. Oder er verfehlt. Ich wollte eigentlich alle angreifen, aber gut. Wenn es nicht möglich ist. Ja, Stress. Das war das, was ich am meisten vermeiden wollte. Nun gut. Gruppenheilung. Und leider wieder kein Crit dabei. Schade. Destroyed. Aber das war gut. Mach du mein Ding hier platt. Annihilated. Ist auch in Ordnung. Kann man nicht eigentlich betäuben? Nicht wirklich. Noch eine Gruppenheilung, komm. Und schon wieder kein Crit dabei. So, wir sind bei bester Gesundheit. Und wir können ausweichen, sehr gut. Hau ihn. Du reduzierst erstmal seinen Stress hier. Und du gibst ihm den Rest. Das sollte ich mal eine Betäubung ausprobieren. 164% Grundwert. Nein. Aber ja. Warum denn nicht? Weißt du was? Du kommst mit. Du kommst mit. Die Bandagen können da bleiben. Ja, so. Dann nimmst du mal das da ein. Du musst eine kurze Stärkung erhalten. Warum denn nicht? Ein paar Räume kann man sich ja noch angucken, ne? Hier zum Beispiel ist noch eine Kuriosität und die kann man alle mitnehmen. Hier geht's weiter. Ihr müsst schon zur Tür raus. Sonst wird das nichts. Leider leer. Uninteressant, würde ich behaupten, oder? Na kommt, esst noch eine Kleinigkeit. Solange wir noch Essen haben, können wir hier gerne ein bisschen herumdümpeln. Das stört ja herzlich wenig. Ich kam aus dem Nichts, aber ich werde nicht mit nichts enden. Aus dem Weg, mein Rucksack. Oh, er hat doch Beute. Hacks laden with loot are often low on supplies. Genau. Machen wir so rum. Das bisschen Gold ist da doch ein bisschen besser geeignet. Nee, komm, lass uns nach Hause gehen. Nicht, dass hier noch jemand drauf geht. Und was bekommen wir? Nach allzu viel sieht es bis jetzt noch nicht aus. Leider. Naja, aber dafür haben wir diesmal ausnahmsweise ein paar Erbstücke mit nach Hause gebracht. 4220. Das ist nicht so viel, nee. Wir bekommen Wilburs Flagge. Plus 35% gegen Betäuben. Und plus 10 Ausweichen. Und eine geweihte Schriftrolle für unsere Vestalin. Kann man notfalls verkaufen. 24 Wappen, sehr gut. Weiter. Fleckfieber. Unbeugsam ist gut. Nervös, naja. Warum denn nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Our family name, once so well regarded, is now barely whispered aloud by decent folk. Na gut, Phantosme, lass dich mal auf deine Krankheit behandeln. 900 Gold ist ja akzeptabel. Hm.
niemand Interessantes aus der Kutsche dabei. Weil meine beiden Level 4 Helden würde ich noch gerne auf Level 5 hochpushen. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Weil die haben ja niemanden, der sie begleitet. Und Level 0 oder Level 1 Helden oder Level 2 Helden würde ich da nicht mitschicken. Wenn dann ein Level 3 Helden für die erste Reihe. Ja. Wobei ich davon ausgehe, dass sich die beiden alleine sehr gut verteidigen können. Sie bräuchten halt nur jemanden, der hin und wieder mal heilt oder... Ihr wisst schon, vorne mal die Schläge kassiert. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen Stress abbauen. Da wir gerade ein bisschen Gold übrig haben. Nur für alle Fälle, ne? Arundel könnte auch mal was vertragen. So. Aber dann würde ich mal sagen, meine Freunde, das war es jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.